Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Hey meine Leute, zusammen herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen The Plague Tale: Innocence und befinden uns in Kapitel 2. Haben gerade so ziemlich alles verloren, was wir hatten. Erst den Hund, dann den Vater, das Häuschen, in dem wir gewohnt haben, die Mutter und alle Leute, die wir so gekannt haben. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. So, wir gehen mal aufmerksam hier alles absuchen. Wo sind denn nur alle? Sieht sehr trostlos aus. Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Mir auch. Das muss jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Ah. Pferde gibt's noch. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Ich guck da mal gerne jede Ecke. Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Ja, das ist schon erweichen so leer. Hier gibt's auch nichts. Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Hier oben geht's auch nicht weiter, aber kann sein, dass hier noch was rumliegt. Nein, nichts. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Die werden wir nicht mit uns sprechen. Ich kann es nicht glauben. Sie verstecken sich. Ist da jemand? Was war das hier? Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Nein, mir auch nicht. Ist das Seife? Ach, nicht anfassen. Wer weiß, wer die benutzt hat.
So. Auch nichts. Steine haben wir, glaube ich, noch ein paar. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Aha. Andere Seite. Amicia, gehören die Äpfel an den Bäumen allen? So wie die Dinge im Moment stehen, ja. Oh, danke. Na, da hat's doch schon der Weg hierher gelohnt. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Was soll man Menschen? Mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Wir müssen los. Und lauf. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was war das für ein Geräusch? Du stehst da oben, du siehst es doch. Warum musst du da runter gucken? Komm. Hoffentlich knackst du die Treppe nicht. Dem haben wir es gezeigt. Ah. Da seid ihr ja! Oh, halt! Da lang. Wir rennen wieder ein bisschen. Wo werden wir lang? Komm, lauf so schnell! Spontan hier lang. Okay, hier nicht lang. Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wo sind sie? Wo zum Teufel sind sie? Verstecken sich hier neben deinem Loch, die Schlangen! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Na gut. Gut, jetzt können wir raufklettern. So. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Hat hoffentlich niemand gehört. Schieben wir! Na gut. Ach du Scheiße, ich schiebe. Gleich.
ich hebe dich hoch. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Fühlt sich, als ob wir zurückgehen. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Okay, was ist los? Hab ich doch gesagt. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Ja, gut, schmeiß runter. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Er macht so sehr spannend. Ist hier jetzt das... Schnell, sie kommt zurück. Na los, komm schon. Ach, der macht spannend. Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Bleib hier. Und kein... Alles gut, Hugo. Ja. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Amicia, versteck dich. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken! Die kommen hier nicht lebend raus! Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Was soll dieser Lärm? Ja, was soll der Lärm nur? Guck mal nach. Oh. Der hat eine Axt dabei, der andere eine Sichel. Haben wir noch einen Topf? Nein. Dann nehmen wir einen Topf mal mit. Was gehört? Da bin ich mir sicher. Na, geh schnell mal gucken. Nein, nicht schon wieder. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir rennen mal spontan nach hier unten. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Lange auf. Wow. So aufregend. Nein, sie klemmt. Gut. Nochmal. Wie geht's auch nicht weiter? Wow, wo lang? Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir. Haben wir lang gebraucht. Ja, schnell weg. Kannst du es entfernen?
beeil dich! Schnell, Hugo, bitte! Hugo, er ist hier! Hugo, tu doch was! Oh! Ui, das war auch spannend. Nicht mehr, Mietje. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Wow. Spontan nach rechts wieder. Links. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Ach, danke schön, alte Dame. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Shh, hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Ach, entkommen. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Was bist du denn Feines? Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. War auch noch mal? Doch. Achso, ich kann drauf springen. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Claire. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Claire, wie... Was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi. Also, ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. Oh. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Komm mit, Weinst. Nein, bleib erst mal hier. So, Hof, Lederstreifen. Gut, ich habe das Leder. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Und hier ist irgendwo eine Werkstatt. Nein. Werkbank? Wo ist denn die Werkbank? Muss mal reingucken, vielleicht hier drin. Ah, da, das. Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Oh. Effizienter. Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken.
Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clairvy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet. Alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte. Nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Okay, da kommen wir nicht durch. Wir nehmen bestimmt die Tür hier drüben. Hugo, komm zurück! Was macht er denn? Oh nein, er wird uns noch umbringen! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu! Nein, lass mich los! Es tut mir leid! Okay. Nein, nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet! Wir wollen hier nur weg! Ja, ihr werdet... Ich wollte das nicht. Hugo! Wow. Ich komme! Bitte, er darf nicht tot sein! Er darf einfach nicht tot sein! Hugo! Lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten darauf, du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Ich werde mit dir anfangen! Nein, wie besiege ich den? Ich bin toll. Ein wenig eingerostet. Also erst mal warten, bis er das Ding hinschmeißt, ist gut und danach. Was soll mich ein Duell kommst du nicht? Früher oder später? Meryl, diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten. Den Zeug abschießen. Wer bist du? Zuschauer? Freund? Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen. Ich bin ein wenig eingerostet. Ja, bist du. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wir haben nur noch einen Schrein. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein. Gar nicht wahr. Zack. Amicia! Du hast ihn getötet. Ja, es war schon der zweite. Okay, und jetzt mehr? Komm mit. Ach so, Kirche, da sind wir jetzt gerade, glaube ich. Und an der Stelle
sind wir auch schon ins dritte Kapitel gestolpert. Warten wir, bis der Ladewirt schon wieder vorbei ist und gucken uns noch kurz die, ja, komm gerade nicht aufs Wort. Die erste Sequenz an. Dauert manchmal ein bisschen lange. Schau, Amicia. Ich komme. So, meine Freunde. An dieser Stelle machen wir Schluss. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich bin gespannt, was passiert. Von der Geschichte her finde ich das echt ganz gut. In diesem Sinne. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Gerne mit Kommentieren, Abonnieren, viele Däumchen lassen. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Chris. In diesem Sinne, vielen lieben Dank.